Komm, lasst euch knuddeln und damit ein herzliches Willkommen zu. Gott, welche Folge? 13? Folge 13 sind wir, glaube ich, schon. Ich muss ehrlich sagen, ich hatte keine Ahnung, was ich machen wollte. Ich glaube, ich wollte Aliens klatschen gehen, weil die haben hier schon wieder Stress gemacht. Wie immer. Oh, Inventar. Wieso habe ich so verdammt viele Kupferkabel? Immer noch verdammt viele Kupferkabel. Ist nicht gut. So, und ich kann ja mal hier ein paar Fläschchen reinschmeißen. Wie viele Fläschchen haben wir hier noch? 1,1k von den Grünen, das ist gut. Und sonst halt hier noch ein paar Puffer von den 1,1k Rote und von den Grünen ein bisschen Puffer. So. Jetzt heißt es hier so die Seite erkunden, beziehungsweise. Okay, ich gehe einmal erkunden und dann bereiten wir schon den Warp vor. Weil wir sind ja hier schon fast bei We Have to Warp. Ach, guck mal, da haben wir doch schon mal böse Buben. So, dann haben wir die schon mal geklatscht. Haben ein bisschen XP bekommen. Brauchen auch nicht mehr viel. Ne, währenddessen haben wir auch schon was fertig geforscht, habe ich gesehen. Hier kommen wir tatsächlich schon sehr stark an die Grenze. So, dann haben wir das nächste fertig geforscht. Oh. Wow, wie viel XP da rauskam, ey. Meine Güte. So verdammt viel. Lass mich kurz kritisch ein bisschen machen. 39 Damage mache ich jetzt schon pro Crit. Und Heidewitzka mache ich. Schon dolle viel Damage. Ah, das ist nicht schlecht. Ich glaube, da mache ich tatsächlich. Was macht Damage? Jede. Okay. Ein bisschen Schaden zu skillen ist ja nicht so. Ich glaube, ich werde. Oh. Meine gleiche Maschine Stufe 2. Und Long-Handed Insert. Cool. Ich glaube, es schadet nicht mal, noch einmal vielleicht auf Dings zu gehen. Oh. Hä? Ah, doch so. Ah, wahrscheinlich aber ohne Steuerung. Ah. Nein, nicht ein Kupfererz. Nee. Ah, Kupfer ist durch.
Aber ja, warte mal, ich kann ja mal so das bauen. Aber die baue ich ab, weil ich habe gerade erstmal noch genügend. Ihr solltet am besten. Oh, wait. Die wurden zerstört. Oder habe ich die schon abgebaut? Rein da. So. Wir haben Charging. Oh Gott, wir haben eine Minute schon Charging Time. Ah ne, warte mal. Ich glaube, die Charging Time ist ja schon rum. Sobald wir klicken, sind wir, glaube ich, schon auf 30 Sekunden. Einfach, dass wir es haben, mache ich hier nochmal die 3 hin. Und dann reiße ich das Ganze hier mit dem Steuerung X ab. Und da ist voll. Kann ich das mal hier kurz so. So, und dann hole ich mir nochmal einen Abrissplaner für die Sachen. So wie schön schmeiße ich das nochmal rein. Klick schon mal auf Warp, weil dadurch Warp. Ach, wir warpen doch erst in einer Minute. Charging Time ist also interessant. Ich lasse das Wasser noch lang genug dran, dass wir hier einen großen Puffer haben. Können wir eigentlich schon. Nee, ich glaube. Ah, hier, Lagertanks. Da ist Lagertanks. Schiebe ich das mal auch mit rein. Dann können wir hier nämlich einen kleinen Tank aufbauen dafür. In 20 Sekunden. Okay, dann reiße ich das mal ab. So. Sollten wir theoretisch nichts vergessen haben. Die Turrets, die mache ich irgendwann später. So, wir können ja nebenbei so ein bisschen schauen, was wir sonst noch forschen können. Rassen. Ja. Oh Mann. Wir können jetzt so machen, dass wir zwei komplette Folgen auf dem Planet verbringen. So, wo haben wir das nächstbeste Wasser hier oben? Schließe ich mal hier oben eine Pumpe an. Oh, guck mal, da geht's sogar schon. Oh, passt sogar cool. So. Damit müsste ich jetzt hier von unten wieder Wasser haben. Genau, und währenddessen schmeißen wir hier ein bisschen Kohle rein. Wir haben nicht mehr viel. Hol ich mir hier die Kohle raus. So, wo haben wir die? Is a water around to seem to go on forever? No, you don't see. Ab jetzt werden, glaube ich, die Nachrichten interessant. Ich glaube, wir haben halt jetzt literally eine Ruheinsel. Ah, warte mal, ich hatte in der letzten Karte, hatte ich, glaube ich, die Ding ver genau. Oh, ist das tatsächlich noch so? Ich glaube, dass wir tatsächlich jetzt den Planeten erwischt haben, der,
Wie sagt man? Also eine Warp Zone. Der hier so. Also der hat ganz viele Fische. Wir können theoretisch uns ganz viele Fische holen, aber ich habe halt noch 100. Über 100 und ich möchte ja immer ungefähr bei 100 bleiben. Und nicht mehr. Und es sieht tatsächlich so aus, als hätten wir hier eine. Ein Stück Land. Mit komplett nur Wasser. Und keinen Erzen. Dies gibt es oft immer. Ich glaube, nach Plattform-Upgrades. Also immer nach Plattform-Upgrades ab Plattform 3, glaube ich. Weil das ist jetzt Plattformstufe 3, die wir hier ganz hier unten haben. Aber es bringt uns halt nichts, wenn wir keine Erze haben. Dann können wir hier halt nicht bleiben. Wir können halt komplett meine Erze aufbrauchen. Mit dem ganzen Gefischer. Zwar aber auch alles. Ja. Dann würde ich sehr wahrscheinlich sagen, dass wir jetzt einfach weiter warpen. Weil wir sonst hier eh nichts zu tun haben. Map. Map. Und hier haben wir insgesamt 200, wobei wir eh nicht mehr, was weiß ich, 100 und dann hier nochmal 50 und ich glaube 150 haben wir hier drin, ja. Aber wir haben nicht mal 50 von den Grünen. Glaube ich. Ah, komm schon. Muss doch hier Wasser abreißen. Schöne Geräuschkulisse. Ich kann ja wieder ab 20 Sekunden so ungefähr. You prospect your surroundings and gaze into the stars, and you wonder if this world have ever had a name. Ist das noch? Ah. Never ever, oder? Die sind tatsächlich um eins falsch. Ah, wait, ich hätte mir eh eine Pieper sparen können, egal. Ich habe eh einige Piepers. So, wir haben erstmal den. Wir bauen erstmal den Planet Teleporter ab. Diesmal vergesse ich den nicht wie beim letzten Mal. Und klatsche den hier einfach in die Mitte. Mache ich hier wieder. Obligatorische 5. Also 10. Und macht hier ein so rein, dann bekommt ihr schon mal das. So. Dann. Glaube, ich habe es hier noch irgendwo drin. Ich glaube, das reicht nicht bis hin. Doch. Tatsächlich reicht das. So, dann bekommt ihr schon mal die Kohle. So, und dann
klatsche ich das hier wieder oben hin. Weil wir wollen ja produzieren. Ich habe echt so eine hohe Reach Distance. Oh, ich muss erstmal das machen. Ah, Flüssigkeit. Oh, ich hab Fluid Handling 2. Ich denke, das kann erstmal keine schlechte Idee sein. Stimmt, Steinbraten, das könnte auch langsam eine gute Idee sein. Oh, ich hab was bist du? Du bist Bobs Logistik. Oh, und ich habe aber auch Storage Tank MK2. Warte mal, wie viel kannst du? 100k. Du 50k. 24, 9. 80, oh. Ja, 80 und 36. Und du machst 24 und 29. Aber du hast auch. Das heißt, wir haben hier. Also die ist ein bisschen teurer. Aber egal. Factory. Ah, doch, Factory Floor können wir ja machen. Wieso können wir Harvester Floor nicht machen? Das verwundert mich gerade. Ach, weil mir dafür die Ölverarbeitung fehlt. Ja, okay, dann mache ich die Ölverarbeitung auch rein und dann mache ich ja auch mal eine Harvester-Floor-Vergrößerung. So. Währenddessen füge ich mal auch mal wieder das hier ein. Müssen ja trotzdem nicht füttern. So. Dann, hole ich mir mal hier das Ganze ab. Habe ich denn überhaupt 13 Maschinen? Ja, 3. Literally, wir tun hier halt hier nichts anderes. Okay, jetzt kann ich hier einmal kurz abholen. Tatsächlich wäre, glaube ich, oh. Haben wir ein bisschen was bekommen. Wäre diese Anzeige auch ganz gut. So. Wir können auch mal wieder ein bisschen Stahl produzieren. Das tun wir erstmal, wenn wir. Also ne. Dann hole ich mir erstmal kurz ein und mach dann hier mal kurz. Na komm schon, immer so. Dann soll der mir hier einmal ein bisschen Stahl produzieren. Dann ist auch gut. 200 Flaschen schon wieder. Da kommen sie. Lustigerweise nur einseitig. Oh. Oh. Ah, jetzt wurden wir kurz angesehen hier mal. Witzig. Ja, wir müssen aufgestockt werden hier. Erstmal ein Verbrauch von 100. Wir müssen halt hier, da ist halt der Blitz und müssen jetzt komplett erstmal wieder aufgefüllt werden. Und jetzt kommen, das sind jetzt hier die letzten offenbar. Das heißt, ich brauche mehr.
Kann ich jetzt schon? Nein, ich hab. Oh, du brauchst mehr als ein Eisen? Ach, fünf Eisen werden zu einem Stahl. Oh, das wusste ich ja gar nicht. Werden halt eben fünf Eisen zu einem Stahl. Und jetzt kann ich. Nein, kann ich nicht, weil ich habe keinen Ziegelstein. Weil ich Ziegel nicht verbrannt habe. Stone. Brenn mal ein bisschen Ziegelstein. Oh, hier eine Komponente. Oh, da habe ich schon gesehen, der Floor ist fertig. Ah, schön, etwas mehr Platz hier endlich zu haben. So, als nächstes kommt der. Stimmt, den haben wir ja noch gar, den haben wir ja noch gar nicht gezeigt. Theoretisch kann ich jetzt nämlich einfach diese Anlage hier ganz nach unten verschieben, dann habe ich hier ein bisschen mehr Platz. Ich glaube, das mache ich auch. Zack, da rein. Fließband. Dahin. Muss ich das Wasser aber nur ganz doof verlegen. Und ich muss vorher das Ganze umbauen. Ja, okay, pass auf. Ich habe mich gerade entschieden, das dann doch nicht zu machen. Ah, ein Band liegt zumindest schon mal dort. Das ist doch schon mal schön. Es wäre, glaube ich, schön, wenn ich schmeiße mal alles, was ich an Kohle habe, rein. Dann renne ich mal rüber und hole mir mal neues Kohle. Und definitiv auch neue Ressourcen. Wie ich hier mal von allem wieder baut 1000 habe. Und dann renne ich wieder runter und hole mir Kohle. Ich glaube, ich klatsche da noch mal so ein Ding hin. Mir fehlt Stein. Oh shit. Wo ist Stein? Ah, Entschuldigung. Hier oben ist Stein. Ich muss mal wieder Stein farmen. Hier, du bist Modular Chest. Ja, warte mal, stimmt, die Eisenkiste sind ja letztens verschütt gegangen. Gar nicht dran gedacht. So. Kann ich jetzt noch mal. Ich glaube, warte mal, ich muss 1x5. Beziehungsweise eine 1x4. Die ich hier oben brauche, dann brauche ich nochmal 5, glaube ich. Genau, ich brauche nochmal 5. So, Ölverarbeitung macht er jetzt und der Boiler Floor ist größer geworden. Und mehr Platz stehen. Hey, ist echt viel los hier und ich merke mir, dass ich Überlänge bin. Wie einfach das geht, plötzlich auf Überlänge zu landen. Ach genau, habt ihr jetzt? Ja, ihr habt jetzt erstmal ein bisschen was. Für einen Hochofen? Ja, weil ich ja nur 6 Stahl habe. Ein Hochofen, yeah. Währenddessen hämmer ich die mal hier rein. Nur kurz schauen. 500. Ja, ich glaube, das reicht. Ja. Mal schauen.
nächste Folge werden wir dann wahrscheinlich den Keller hier ein bisschen umbauen. Stromproduktion. Muss ich schauen, wie ich es mache. Ich denke mal, ich warte erstmal hier die Vergrößerung ab, dass wir hier den so drehen können und dann hier so rum, dass wir dann hier nicht so einen großen. Also, dass hier der. Die, dass wir möglichst wenig die Sperrfläche bebauen. Dann machen wir hier die Stromversorgung. Und dann bauen wir den Keller hier noch um. Das machen wir alles nächste Folge. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder am Montag. Ja, also morgen. Heute gibt es wahrscheinlich einen Livestream zu diesem Projekt, weil ich es gestern nicht geschafft habe. Schaut da einfach unten in die Videobeschreibung rein. Da steht der Twitch-Account, da ist mein Twitch-Link zum Twitch-Account. Könnt ihr dann einmal, könnt ihr folgen und dann verpasst ihr keine, also solltet ihr theoretisch keine Livestreams verpassen, weil ihr dann benachrichtigt werdet. Ja, das war's von mir. Nee, ich bin nicht der Heider. Der Heider ist, ach, egal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!